Wir sind zurück mit toleranten Zeiten. Wo müssen wir denn jetzt hin? Wer das letzte Video gesehen hat am Ende, wird wissen, wovon ich rede. Wir dürfen jetzt, tada, Pakete. Hast du mich gerade nochmal angeschaut? In dem Moment, wo wir reingefahren sind, stand wirklich da Zeit abgelaufen. Es wurde trotzdem noch gezählt. Kannst du das steuern? Steuert mich nicht. Oh, ich dachte vielleicht. Noch war die da hoch. Was ist das? Okay. Wir haben jetzt einen Wasserspender. Ein Snacker Wasserspender. Sowas wäre dir nie passiert. Wie erfrischend. Er wollte eh in die andere Richtung. Ja, aber der Flughafen. Das Flugzeug. Hui! Ich darf mir die Geschenke alle aufmachen. Ah, wir schaffen die Zeit nicht. Ja! Guck mal, da gibt es sogar einen Versorgungsklub. Was geht hier vor sich? Sieht nicht so aus, als gäbe es hier viel Dudusa. Sehr seltsam. Oh, gab's noch? Wir sollten von der Tür Abstand halten. Also wir müssen erstmal einen anderen Eingang suchen. Den da vielleicht? Bewegt sich. Das Paket? Nicht gerade typisch. Das ist das mal. Also. Wir haben gerade mit 3000 anderen Sachen beschäftigt. Und wenn es mir richtig hinsetzt. Ich glaube, wir nehmen die mal mit raus. Das ist das, was sich bewegt. Weil ich vermute, da sind Dusler drin. Ach so. Meinst du? Vermute. Was ist denn das so eine Idee? Tatsache! Wie kommst du denn auf so eine Schnapsidee? Weil die meinte, hier sind nicht viele Leute, die Dusler sein können. Achso. Wo müssen die Leute ja sein? Irgendwo müssen wir. Also in den Raketen, die sich bewegen. Ah, da jetzt kommen wir rein. Den schaffst du alleine, oder? Nimm jetzt das Paket. Achso, wunderbar. Och, okay. Jetzt. Nee, Pümmel, mit dir. Oh, bist du langweilig. Na, los. So, 1, 2, 3. Da ist noch ein schwarzes Paket. Hast du den gerade von seinem Stuhl geschleudert hier? Ah, da hüpfen zu viele Pakete. Och, nun.
das geht nicht. Das kommt mal meine Pakete. Ja, ich wollte das Schwarze ja da hinschicken. Ich kann hier irgendwie gar keins mehr greifen. Boah, du kannst das greifen, ja? Das klappt. Du Höhe staut sich. Wo sind wir hier? Du musst eigentlich hier. Wir kommen hier durch. Weil wir von hier nicht gekommen sind. Aber jetzt kommen wir hier durch. Oh, das hat ja nur gebracht, die Pakete da drauf zu schmeißen. Und noch einen Schalter verpasst, würde ich sagen. Da ist nichts mehr hier. Deswegen sage ich ja, wir haben irgendwo einen Schalter da verpasst. Da ist aber nichts. Nein, da ist ja keine Verbindung. Das Paketband hört doch da auf. Irgendwas muss ich. Los, jetzt trag die Pakete. Da ist doch. Ja. Das sind die Pakete. Jetzt hast du es wieder zugemacht, die Tür, die ich vorhin schon aufgemacht habe. Machst du wieder auf, genau. Alles, was grün ist, ist schon gut. Ich glaube, es macht mehr Sinn, jetzt hier die Pakete aufzumachen. Ich habe irgendwie keine Anzeige mehr. Greift ihr Paket! Ja. Warum verpackt er nur ein Schwein? Warum verpackt er du so? Sollst du mich ausmachen, du sollst das Paket nehmen. Oh yeah. Oh, der hat sich manchmal aber auch zickig. Wenigstens werden hier die Pakete nicht aggressiv, die Schweine nicht aggressiv. Hallo? Passiert hier was? Und jetzt. Eine fehlt uns auch noch. Ja, ich glaube, drunter wackelt noch ein Paket. Oh yeah. Das Wichtigste. Okay, das Schwein ist aggressiv. Du bringst raus. Ich würde interessieren, was hier in dem Schwarzen ist, aber klar, jetzt hab ich's.
Könntest es auch ruhig halten hier. Du es nicht hier durch die Gegend schiebst. Bring diese Hilfe. Oh yeah. Oh yeah. Das hat sich gelohnt. Aber alle. Wir haben 5 Leute gerettet. Und eine Laterne umgefahren. Nicht die erste, nicht die letzte. Wir brauchen eine Kirche hin. Das war der Weg Gottes. Hey, warte, noch mal, ich zeig dir's mal. Stanzpunkt. Achso, das wirst du jetzt hier mit dem Auto, okay. Durchgedreht. Nur meine Punkte, wisst. Das haben wir offensichtlich nicht gemacht. Ja, aber es gab auch 0 Punkte nur dafür, wenn das gemacht ist. Hey ho, meine lieben Sunnies, ich habe da etwas richtig Geniales, was ich euch zeigen möchte. Kommt mal vorbei, sobald ihr Zeit habt. Wo denn? Du. Oh, das Fragezeichen aus. Da steht immer die Kirche. Ging aus dem Weg als Ziel. Wenn es hier nur so wenig gibt, sonst hätte ich doch zunächst dabei. Eine 5 Meter lange Mauer und sie fällt durch. Beflügelt. Wenn wir jetzt liegen. Hey, Sonnies, ich brauche unbedingt eure Hilfe. Du hast nur angeschoben. Genau wie mein rebellischer Sohn Junior Doktor sträuben sich diese E-Mail-Dinger, sich an die Regeln zu halten. Der letzte Schrei in Sachen schneller Fortbewegung scheinen neuerdings Satelliten zu sein. So viele S in einem Satz. Deswegen würde ich eure Ambulanz mit ein paar Gleitflügen aufmutzen. Jetzt könnt ihr in schöne geringen Höhen gleiten und diese sogenannten Satelliten ausstechen. Hier, wir können zumindest gleiten. Wir sind wie Pontius. Ich beschieb den Kopf nach unten. Ja. Dafür darfst du jetzt wieder fahren. Herzlichen Dank, schnell als die E-Mail. Breite Flüge aus. Sieht an die E-Mail vorbei. Vergesst nicht, ihr könnt den Boost einsetzen. Und ich danke doch. Nach links. Das ist das falsche Links. Da du entfernst dich von dem Ort, ne? Das ist ja klar. Was machst du? Nur wieso bitte? Nicht da. Jetzt geht aber den Dings mehr hin. Das machen wir nochmal. Da hinten müssen wir hin.
Also irgendwie das Ding aufgehört. Ja, dann geht's auch nicht was. Wo musst du hin? Nochmal nah dran. Aha. Die Torus am besten kurz vor dem Sprung einsetzen. Okay, aber ich kann auch während wir fliegen Torus machen. Ja, aber dann können wir höher springen. Okay. Nicht schlecht. Gut, das bringt das nicht. Schau mal nicht. Jetzt ging mal die Zeit gegen uns. Genau. Die Toleranz gegen uns. Aber jetzt. Ja, war gut. Boah, yeah. Doppelbohr. Wer käme auf die Idee, dass eine Ambulanzmaschine einen Satelliten überholen kann? Im Ernst, wer? Wer kommt auf sowas? Professor, Doktor, Doktor. Ich überlasse euch die Gleitflüge als Geschenk. Ich wünschte, ich könnte Junior auch so locker einholen. Ja. Yeah. Vielleicht hat es noch nichts gebracht, weil es halt noch das Testing war. Und wir sowas quasi auf Mission machen müssen. Diese schicken Flüge werden euch nicht dabei helfen, mein super Gehirnbösewicht-Basis zu finden. Die ja gar nicht existiert. Dieser Typ ist so blöd. Und wie kann man so etwas super Geheimböse nennen, wenn man nicht mal eine hat? Weil da sicher keiner. Also wir haben hier eine Nebenmission wie im Skatepark. Du willst das Skatepark? Na gut. Das geht schief. Man sollte Rampen von beiden Seiten installieren. Ich will Dumbo sein, ich will fliegen. Wir sind da. Im Skateboard.
Also, sägen. 1, 2, 3. Und ein Schwein und Skateboard. Alles Dinge, die wir nicht brauchen. Skateboard fahren wir. Wird das Schwein auch in der Mitte durchsiegen können? Steht uns auf jeden Fall im Weg. Liegen wir auf dem Boden. Und ein Skateboard vor. Weil jetzt hier viele Skateboards sind. Nein, ich bin nicht ungeduldig. Wo wollen wir eigentlich hin? Keine Ahnung. Ich würde erstmal hier rumkommen. Ah, das kommt noch ganz hoch. Perfekt eingepackt. Gut, Achso, das ist quasi jetzt noch ein dritter Übergang darüber. Wir versuchen mal noch die Position. Ich bin da bestimmt drüber geflogen. Hier, guck mal, nicht da bist du gerade aus. Das ist schon sehr tolerant hier. So von dem, wo man damit hin kann und so. Ist halt nicht ganz so realistisch gemacht. Ja, es fällt mehr Burnout. Wir schaffen das doch. Okay, hier ist ein See. Achso. Achso, da drüben erstmal. Aber manchmal. Baum fällt. Thank you.
Hier ist schon da richtig hingeholt. Cool. Da habe ich so viel Schwung mitgegeben. Okay, womit kommen wir da jetzt hin? Das ist doch eigentlich nur mit Wasser. Wenn du genügend noch nimmst, dann ist er raus. So, nächste Mal die Mission. Achso, das ist hier wieder der versteckte Typ. Der Einsiedler. Nein, Handy halt. Gibt's ja nicht, da habt ihr mich schon wieder gefunden. Nur Huster, ich hätte was anderes in den Sand schreiben sollen. Das hilft. Tja, beim Versteckspielen ist schließlich alles erlaubt. Ich suche mir mal ein anderes Versteck. Ihr findet bald ein neues Paket im Briefkasten. Vielleicht hätten wir auch die andere Rampe von dem Skater-Ding nutzen sollen. Frage ist jetzt, wie komme ich wieder zurück? Achso. Da. Vielleicht mit einer anderen Rampe. Und nach unten das Flügel gedrückt halten. Oh. Wo gehen wir jetzt eigentlich hin? Wir fahren jetzt mal zum Hauptding, gucken, was in der Post liegt. Dann ist nämlich die Folge schon wieder zurück. Ja, zu Ende. Da hätten wir uns auch so hin teleportieren können. Ja. Ohne zurückzufliegen. Ist mir dann auch aufgegangen. Wir können auch mal so nach unserem Kaffeeautomaten gucken oder was ist das? Oder was heute mal? Die gelbe Uniform. Achso, das ist jetzt einfach nur ein Einrichtungsgegenstand. Schmarrn, so muss das kommen, nicht anders kriegen. Willst du mir? Gut. Oh, da komm ich schon. Gut. Das war's dann für diese Folge und wir sehen uns in der nächsten wieder. Tschüss.